Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Enshrouded. Letzte Folge hat es uns leider gerissen. Da unten irgendwo 627 Meter liegt mein Kram im Nebel. Wir gucken mal, ob wir unseren Kram wiederbekommen. Ich frage mich halt immer, wo ist am besten, wie kommt man am besten aus dem Nebel? Ne? Das werden wir jetzt aber rausfinden. Ich habe übrigens die Miasma-Fläschchen dabei, also die könnten wir uns reinziehen. Die werde ich mir mal hier drauflegen. Dann können wir unsere Zeit verlängern. Ist ja nicht so, als hätte ich die sowieso schon dabei gehabt. Und hätte sie einfach nur nehmen müssen in der Tiefe, um nicht zu sterben. Aber das erzähle ich natürlich nicht. Bin ja professioneller YouTuber, da macht man auch keine Fehler. Oh, oh, das ist nicht gut. Nicht in die... Das ist nicht gut. Raus. Aua. Na du? Da bin ich aber direkt vor den Feinden hier gelandet. Was hab ich denn da bekommen? Oh. Der hatte einen Dolch dabei. Level 17 Dolch. Nö, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich meine, kann man um einmal aufrüsten? Besser als nichts, ne? So, da läuft noch einer rum. Rechts oder links? Wahrscheinlich rechts, ne? 160 Meter. Hier liegt irgendwo mein Kram. Ich könnte mal eine Kleinigkeit essen, so ein lecker Pilz. Ich hätte den neuen Ring anziehen sollen mal. Mit diesem Lebensentzug oder wie das hieß. Da hoch muss ich, kann das sein? Ui, was war denn das für ein Glitch? Oh, da muss ich hin. Zip, 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 zip. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das Ding hier platt. Die Miasma-Wurzel. Sehr schön. Und jetzt, wie geht's hier raus? Hier rüber? Nee. Da runter? Nö. Also hier ist ja ziemlich Steilwand, ne? Sind wir uns einig. Da geht's auch nicht raus. Hm. Wo ist der Ausgang zu diesem Gedöns hier? Darüber? Oh, nein, das ist, ich glaube, hier soll ich nicht sein. Da kann man hoch. Ich glaube, da waren wir eben schon mal. Vielleicht geht es da irgendwo weiter. Kannst du dich bitte mal... Danke. So, hier geht's nicht raus. Hast du einen Käfer? Komm, ich helfe dir, Käfer. Ich habe sie gekillt. Oh, die kann man auch plündern. Ah, das sind die Brutbeine, die man bekommt. Und jetzt? Hier rüber? Kann man hier an den Wänden hoch? Nee, auch nicht. Was war denn das eben? Warte mal, hier bin ich aber rausgekommen, ne? Hier bin ich runtergelaufen. Hier kam ich runter. Muss ich jetzt vielleicht weiter durch den Tunnel? Na, da ist noch jemand. Hallo.
Nehme ich alles mit. Das ist eine Kiste, guck mal, sowas hat man nachts übersehen. So, dann gehen wir in die Höhle. Dann wird es bestimmt durch die Höhle weitergehen. Was soll schief gehen? Oh, ich muss was essen. Hier. Wie ist das? Hau ab. Ja. Oh, da ist irgendwas. Also hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Wow. Die verdorbene Axt, Level 14. Krass. Muss ich das hier zerschlagen? Hm, okay, ich mache nur das Leuchten kaputt. Du sollst nicht... Da, danke. Hm. Ich will hier raus. Ich will jetzt keine irgendwelche Nester kaputt schlagen. Ich will aus dem Nebel raus. Mama, die haben gesagt, ich soll... Ah, Salzminen. Ja gut, ja, Salz haben wir genügend zu Hause. So, wie komme ich jetzt aus meiner misslichen Lage wieder raus hier? So, ich will aber aus dem Miasma raus. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Wo sind wir denn hier jetzt auf der Karte? Das sind die Salzminen, hier ist das Brutnest. Was dahinter? Ist das vielleicht doch der Weg hier lang und ich bin nur andersrum gelaufen? Hier bin ich ja rein. Dann bin ich rechts abgebogen Richtung dem anderen Ausgang. Vielleicht geht's ja... Nee, ist auch nur Salz. Nee, ist auch eine Sackgasse. Geht's denn hier irgendwie höher? Auch nicht. Ich glaube, ich bin für immer... Ah, da ist was. Da ist was. Da vorne ist ein Gestänge. Vielleicht kommt man darüber raus. Guck mal da. Hier ist ganz schön schmierig. Hier hoch? Kommt der hier hoch? Ne. Hm. Oh ne, hier kommst du nicht hoch. Was habe ich jetzt gemacht? Ob das so gewollt war? Müsst ihr euch jetzt aufstellen? Was macht ihr? Ich bin praktisch rückwärts hochgeglitscht. Oh, ich muss jetzt erstmal hier so einen Trank nehmen. Nee, das geht nicht. Das geht mit dem Trank nicht. Jetzt drehe ich durch. Da geht's hoch. Nein. Wir müssen hier ganz schnell raus. Oh, Miasma. Ich bin frei. Boah. So, wo ist denn das? Südlich davon.
Wow. Okay, also diese Tränke füllen nicht wieder die Zeit auf, sondern die verlängern nur die Zeit, die man hat. Um praktisch hier... Oh Gott, oh Gott. Sich umzugucken. Okay, 290 Meter. Können wir hier rüber gehen? Boah, war das eine knappe Nummer. Ich habe schon wieder einen Tod gesehen da unten. Wo? Ah, hinter mir. So, haben wir noch was zu futtern, was wir uns mal schnell reinziehen können? Aha, sieht auch cool aus, die Axt. Ich glaube, dass ich völlig... Also ich hau mir einfach was zu essen rein. Ich achte gar nicht so auf... Ups, auf die Werte. So, da haben wir einen Zwischenspeicherpunkt. Lust, das Sprengfass da zu aktivieren. Ey, beruhig dich. Das Sprengfass zu aktivieren. Nein, 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 nein! Mhm. Aua. Ich hab das Sprengfass... Ich hab's gefunden. Ich hab also... Ich hab da... ja. Und ich sag noch, nicht auf Fässer schlagen, die du nicht kennst. Wo ist denn... Wo ist mein Grabstein? Zwei Meter, drei Meter, null Meter, minus ein, hier, im, da unten, da oben, oben drauf. Na, das ist ja merkwürdig. So, können wir irgendwas droppen? Die können wir wegmachen. Das Salz brauche ich nicht, habe ich mehrfach zu Hause. Das haben wir ja Knochenmehl. Das hatte ich noch gar nicht, ne? Knochenmehl habe ich noch gar nicht gehabt. So. So langt das. So, und hier hieß es, hier hätte ich irgendwas übersehen. In dem Bereich. Die Frage ist, wo habe ich hier was übersehen? Weil hier oben sind ja die Mauern, ne? Da steht er. Da kniet noch jemand, den ich so nicht anvisieren kann. Den auch. Da mache ich auch mal mit. Ah, hier geht's noch runter. Das habe ich übersehen. So, warte kurz. Ganz kurz mal die... Können wir entfernen, die brauchen wir nicht.
So, einmal was durchfuttern. So. Hier war ich nicht drin, im Keller. Das habe ich übersehen. Ah, du hast das Ende der Demo Quest Progression erreicht. Danke für den Shout, gespielt hast. Alles klar. Das war die finale Kiste. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas bekommen als Belohnung? Oh, hier sind ja Spitzen. Uiuiui. So, hier ist noch eine Mauer. Das ist auch noch eine Kiste. Warte, ja. Beruhige. Na gut, geh mal so rein. Ein paar Flammen, naja. Hier ist... Kann ich es auch einschlagen oder ist da nichts dahinter? Ach nee, das ist praktisch der Aufgang. Das ist praktisch der Aufgang da hoch. Hier in Ecken ist auch nichts. Okay, die Truhe haben wir uns geholt. Können wir die einschlagen? Ich probiere das jetzt mal. Ah ja, geht. Ist halt komplett zugebaut, ne? Ich bin da! Here comes Johnny! Okay, und oben geht's nicht weiter. Das waren hier die Türen, die verschlossen waren. So. Jetzt nochmal ganz kurz hier gucken. Erweitere dein Zuhause ist das. Und wir haben noch ein paar Fähigkeitenpunkte. Fähigkeitenspunkte. Was haben wir denn hier noch? Konstitution um 2. Machen wir. Reinigung. Nach dem Sieg bei einem von mir erstmal befallenen Gegner mit einer Nahkampfwaffe besteht eine Chance, 5% 10 Sekunden verbleibende Zeit wiederherzustellen. Das klingt doch super. Schaden um 10%. Auch das nehme ich mit. Ja gut, dann würde ich sagen, wir müssen eigentlich nur noch die Sachen holen, ne? Die Flammen. Hier oben wäre eine Miasma-Wurzel. Miasma-Wurzel, die müssen wir ansteuern, die gelben. Also reisen wir hier erstmal hin. Markieren uns das als Wegpunkt und ich glaube, das Ding war ja hier so nebenan. Es wird doch wieder hell gleich. So, wir brauchen noch 5 Stück oder sowas, ne? 5 von diesen Leuchtfeuern. Das Ding gelootet und schon ist Tag. Okay, dann haben wir hier noch einen. Da müssen wir irgendwo darüber. Ah, ich glaube, das war in den Bergen oben. Bei dem Schrein mit den Brüdern. Nee, ich glaube, ich bin in einer ganz anderen Position. Oh. Oh, ist noch nicht ganz offen. Meter in die Richtung. Schauen wir doch mal. Ich
Ich weiß gar nicht, wie viel von den roten Pilzen wir brauchten, aber ich glaube, das war bei der ersten Stufe, die wir ausgebaut haben. Habe ich denn mein Inventar schon wieder voll? Nee. Ach, da unten. So, ein bisschen Ausdauer, sonst klatsche ich nämlich hier gerade auf. Haben wir auch. Dann haben wir hier noch einen. Das Ding, das war ja, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge entdeckt, da unten. Ah ja, und das war das Häuschen, dieses mit den Wölfen außen rum. Da oben ist der Tempel. Wo die Liebenden beieinander saßen. Ich glaube aber, wir müssen hier ein bisschen außen rum. Die Hasen sehen so cool aus mit diesen riesen Schlappohren. Das könnte ein bisschen steil werden. Na doch, geht. So, wie viele Funken waren das? Zwei haben wir. Ich glaube, 5 Funken brauchen wir insgesamt. Schicksal der beiden. So. Kriegen wir in der Flammenkrypte auch welche? Ne, ich glaube nicht. So, wir haben noch das hier und das. Ansonsten kann man noch einen auslocken. Das würde genauso gehen. Aber wir können jetzt einfach noch ein bisschen erkunden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel wir von diesen Punkten übersehen haben. Also, ob es da nicht noch viel, viel mehr gibt. Bin auch sehr gespannt auf die Vollversion. Warte mal, ich lande mal hier kurz. Wie viele verschiedene Umhänge oder Kletterhaken es noch geben wird. Da bin ich sehr drauf gespannt. Also ich gehe fest davon aus, dass man dann später im Laufe des Spiels noch bessere Gleitschirme finden wird. Das hier? Ich glaube hier oben drauf, ne? Oh, Tomaten. Nehmen wir mit. So, einer fehlt noch. Nehmen wir den hier. Hui,
Fliegen ist hier echt geil. Also das finde ich eine super Funktion. Das sollte in jedem Spiel drin sein. So ein bisschen gleiten. Wenn es zum Spiel natürlich nur passt. Doch in die Richtung. So, die Frage ist auch, welchen Teil des Miasmas haben wir noch nicht erforscht? Also überall da, wo es rot ist, das haben wir ja wahrscheinlich noch nicht gefunden. Allerdings haben wir jetzt die Erststufe freigeschaltet. Wir hatten in dem alten Spielstand, wir haben übrigens nur noch 3 Stunden 42, wir haben relativ viel gebaut. Hatten wir noch gefunden? Ah, hier ist Kartenende, ja. Ich erinnere mich. Hier ist ja, geh nicht über los. Das ist das Ende der Beta. Ja, wird Zeit, oder? Wenn diese Folge läuft, ich weiß nicht genau, wann das sein wird, können wir dann ja langsam mal die Vollversion anfangen. Könnten wir. So, 5 Stück haben wir. Dann ab nach Hause und gucken, ob wir alle Materialien da haben. Unerbitterlich ewig. Also, Flammenbut, ich spüre einen großen magischen Zauber in der Nähe. Unerbitterlich ewig. Ein Zauber, der immer wieder gewirkt werden kann, ohne dabei zerstört zu werden. Erwartet euch nicht. Versteckt unter der Erde. Finde ihn. Okay. Okay, uns fehlt noch Feuerstein und Wachs. Das habe ich aber alles drüben in der anderen Bude. Das kann ich mir noch besorgen. Dann machen wir hier mal den Wachs rein. Das war die Essenskiste, glaube ich, hier, ne? Und die Funken hatte ich, glaube ich, alle hier so reinsortiert. Cool. Ein paar Münzen haben wir auch noch. Pilze haben wir noch. Und diese Brutbeine. Da weiß ich gar nicht, was wir mit denen anfangen. Bin ich sehr gespannt. Und wir haben eine richtig schicke Axt bekommen. Das ist doch auch was Tolles. Die machen wir, stellen wir nochmal hier in Szene. Muss ich nur einmal reparieren. Und ich meine, die Axt leuchtet auch, ne? Wenn man die jetzt noch ein bisschen upgraden würde. Sieht auf jeden Fall heiß aus. Und ist auch ein Einhänder. Cool. So, was hat er gesagt? Er hat auf der Karte was markiert. Hat er nicht, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Oder das hier? Das haben wir noch nicht entdeckt. Das wird wahrscheinlich gemeint sein, weil sonst sehe ich hier nichts. Gut, aber ich muss jetzt das Wachs besorgen und die... was war das noch? Wachs und den Stein. Hier, guck mal, hier können wir doch hin. Feuerstein, genau. Ja, das mache ich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Besorge ich das Material noch. Und dann werden wir noch erkunden, was da noch zu finden ist, was er uns da erzählen will. Bin ich gespannt drauf. Guti, Feuerstein habe ich auf jeden Fall da. Da habe ich jede Menge. Das habe ich, glaube ich, noch nicht mitgenommen. Und mit einem Blick auf meine Hütte verabschiede ich mich aus dieser Folge. Und Oswald sagt auch Tschüss. Oder Oswald? Sagst du Tschüss? Er spricht nicht mit jedem. Er ist ein Schüchterner. Im Moment nichts, Oswald. Vielen Dank. Ich hoffe, deine Schmiede gefällt dir. Also, bis zum nächsten Mal in Enshrouded. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.